Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sebastian und normalerweise lege ich den Fokus auf das langfristige Investieren, wobei der überwiegende Teil meines Depots aus Blue-Chip-Aktien besteht. Aber einen etwas riskanteren Teil habe ich auch in Small Caps angelegt und um einen geringer kapitalisierten Wert, der gestern für viel Furore, allerdings eher im negativen Sinne gesorgt hat, geht es in einem spontanen Video. Viel Spaß! Die Lang- und Schwarzaktie ist heute in aller Munde. Gestern Abend, so ab 20 Uhr, rauschte der Kurs von ungefähr 130 Euro auf bis zu 70 Euro, also um fast 50% ab. Der Kurs hat sich heute wieder etwas erholt und steht Mittwochmittag schon wieder bei 90 Euro, was aber immer noch einem Minus von ungefähr 30% entspricht. Ich selber hatte die Aktie für eine kurze Zeit bis März 2021 im Depot und bin nun eigentlich doch recht froh, nicht mehr mit an Bord zu sein. Einmal kurz zum Unternehmen selbst. Ich bin hier in den Investor Relations der eigenen Unternehmenswebseite. Lang und Schwarz war im letzten Jahr einer der großen Corona-Gewinner und hat vom Börsenboom in Deutschland massiv profitiert. Mal zum Vergleich, der Umsatz stieg von 2019 auf 2020 um fast 200% und der operative Gewinn sogar um über 400%. Anleger, die früh genug dabei waren, durften sich allein im vergangenen Jahr über Kursgewinne von bis zu 600% freuen. Bei dem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von knapp 300 Millionen Euro steht vor allem die Tätigkeit als außerbörslicher Handelsplatz im Mittelpunkt. Als exklusiver Partner und Abwickler vom Handel mit Aktien, ETFs und Optionen bzw. Zertifikaten über die Plattform Trade Republic macht man mit jeder Kaufs- oder Verkaufsausführung Gewinn. Als sogenannter Market Maker verdient Lang und Schwarz also umso mehr, desto höher die Volatilität an den Märkten ist bzw. desto größer die Handelstätigkeit ausfällt. Natürlich spielt dabei ebenfalls die Größe der Order eine Rolle. Auch durch die Zunahme von Sparplänen, welche ja zuletzt gerade bei Trade Republic auf über 1000 Stück im Angebot erhöht wurden, profitiert das Unternehmen überproportional. Außerdem ist der Finanztitel bekannt für den Betrieb der Plattform Wikifolio bzw. die Herausgabe der dort gehandelten Derivate. Erst letzte Woche Freitag veröffentlichte das Unternehmen seine Halbjahreszahlen vom besten Halbjahr der Firmengeschichte. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 56,3 Millionen von im Vorjahr 21,1 Millionen Euro und das Ergebnis pro Aktie allein in den 6 Monaten 2021 auf 15,27 Euro von 4,57 Euro, also nochmal um fast 250% an. Doch wie so oft kommt es an der Börse erstens anders und zweitens als man denkt. Anstatt weiter steigender Kurse sahen die Anleger gestern, wie gesagt, einen einstürzenden Kurs. Und der Auslöser war diese Ad-Hoc-Meldung. Lang und Schwarz Aktiengesellschaft verschiebt Hauptversammlung und bildet Steuerrückstellung. Und wichtig, Auslöser der kurzfristigen Verschiebung der Hauptversammlung ist ein am Abend des 23. August 2021 eingegangener Zwischenbericht des Finanzamts für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf betreffend die steuerliche Prüfung der Kapitalertragssteueranrechnung der Lang und Schwarz Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2008 bis 2009. Das Wort Zwischenbericht lässt aus meiner Sicht darauf schließen, dass das Management bereits wusste, dass gegen sie ermittelt wird. Davon wurde aber bisher noch kein Wort an die Aktionäre preisgegeben. Man kann das natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es entsteht auf jeden Fall ein fader Beigeschmack. Weiter geht es wie folgt. Gegenstand der steuerlichen Prüfung ist eine Untersuchung der Geschäfte der Lang und Schwarz Aktiengesellschaft der Geschäftsjahre 2007 bis 2011 in Zusammenhang mit steuerstrafrechtlichen Ermittlungen gegen verantwortliche Personen der Lang und Schwarz Aktiengesellschaft wegen des Verdachts unrechtmäßiger Anrechnung bzw. Erstattung nicht gezahlter Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge bei Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag. Mit anderen Worten sieht es so aus, als wenn Lang und Schwarz mit in den Cum-Ex-Skandal verwickelt ist oder besser gesagt war. Es geht aber nicht hervor, in welcher Position sich das Unternehmen befand, beziehungsweise ob es aktiv gehandelt hat oder in Anführungszeichen nur im Auftrag von Kunden gearbeitet hat. Und weiter, für die Geschäftsjahre 2007, 2010 und 2011 liegen bislang keine vergleichbaren Zwischenberichte vor. Nach Auffassung des Vorstandes sind die Prüfungsgegenstände der Zeiträume 2007, 2008 bis 2009 sowie 2010 bis 2011 tatsächlich und rechtlich wesensverschieden und daher wesentlich unterschiedlich zu behandeln. Im Einklang mit einer 2015 beanstandungsfrei abgeschlossenen Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2008 bis 2010 hält der Vorstand eine Beanstandung der Geschäfte für alle betreffenden Jahre insgesamt für unbegründet.
Dann geht es weiter mit der Erklärung für die laut Management natürlich unberechtigten Vorwürfe. Aber gleichwohl ist möglich, dass die jeweiligen Sachverhalte und darin das Verhalten der Lang- und Schwarz-Aktiengesellschaft und deren Verantwortlichen nachträglich steuerlich anders beurteilt werden. So ist nach vorläufiger Auswertung des Zwischenberichtes zu den Jahren 2008 bis 2009 mit dem Erlass von Änderungsbescheiden zu rechnen, die auch bei etwaiger teilweise Zahlungsverjährung zu einer hohen Ergebnisbelastung wegen aller betreffenden Jahre in Höhe von bis zu 61 Millionen Euro führen würden. Der Vorstand hat deshalb nach steuerlicher Beratung im Rahmen seines Einschätzungsspielraumes unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und in Anwendung der Ansatz- und Bewertungsvorschriften beschlossen, dass wegen etwaiger steuerlicher Änderungszahlungs- oder Haftungsbescheide eine Rückstellung in Höhe von 45 Millionen Euro gebildet werden soll. Die Rückstellung kann aus dem laufenden Konzerngewinn des ersten Halbjahres 2021 gebildet werden, hat aber Auswirkungen auf die geplante Dividendenzahlung für das Jahr 2021. Das heißt also, für diesen Zeitraum 2007 bis 2011 geht das Management von einer Belastung in Höhe von 45 bis 60 Millionen Euro aus und die geplante Dividendenzahlung von 4 Euro je Aktie wird nach unten angepasst oder im schlimmsten Falle komplett gestrichen. Diese 45 bis 60 Millionen Euro entsprechen ca. 15 bis 20 Euro je Aktie. Im Vergleich dazu hat der Kurs um 40 Euro je Aktie nachgegeben. Wie gesagt, 15 Euro je Aktie wurden allein im ersten Halbjahr verdient und diese in Anführungszeichen Nachzahlung kann sich Lang und Schwarz leisten, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sich diese Nachrichten auf das operative Geschäft auswirken, wobei das Image von Lang und Schwarz natürlich schon leidet, das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem kommt für mich kein Kauf in Frage. Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob für die anderen Zeiträume, also nach 2011, noch zu weiteren Ermittlungen kommen kann oder ob nicht noch zusätzliche Strafzahlungen und/oder Zinsen fällig werden und es am Ende bei den 65 bis 60 Millionen Euro, die im Raum stehen, bleiben wird. Ungewissheit und Unklarheit gefällt der Börse und den Anlegern überhaupt nicht. Das sieht man am volatilen Kursverlauf und ich würde erstmal die Füße stillhalten und weitere Neuigkeiten abwarten. In den kommenden Tagen erwarte ich für diesen Kurs jedenfalls ziemlich viel Auf und Ab, gerade auch, weil dieser Absturz jetzt vermeintlich viele spekulativere Anleger anzieht. Das Vertrauen ist erstmal am Boden und es liegt jetzt an der Geschäftsführung, schnell Klarheit zu schaffen und offen und ehrlich mit den Anlegern umzugehen. Anders ausgedrückt ein Einstieg, obwohl das erwartete Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr zwischen 4 und 6 liegen könnte, ist mir jetzt zu riskant. Zu wenig Details sind bekannt und manchmal ist es einfach sinnvoller, dass Spektakel von der Seitenlinie aus zu betrachten. Ich kann natürlich auch gut verstehen, wenn ihr das anders seht und den vermeintlich günstigen Kurs als Chance wahrnehmt. Daher schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Damit bin ich auch schon am Ende angekommen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo dalassen würdet. Und zum Abschluss mein Disclaimer, ich besitze keine Aktien von Lang und Schwarz, ich gebe keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung ab. Der Kauf und Verkauf von Aktien kann zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen und bei meinen Kommentaren und Einschätzungen kann ich Fehler leider nicht ausschließen. In dem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.